Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video besuchen wir einen der leistungsstärksten Strohverarbeiter in Deutschland. Wir schauen uns das Strohpressen mit der mächtigen Krone BigPack HDP2 an und berichten in diesem Zusammenhang über den Test einer neuen mobilen Brandbekämpfungsanlage. In Sachsen-Anhalt sind wir zu Gast bei der Verschor Handel und Logistik GmbH. Das schon 1936 in den Niederlanden gegründete Unternehmen ist seit 1993 auch in Deutschland aktiv und vor allem durch den Strohhandel bekannt. Vom Pressen und der Logistik bis zur Vermarktung inklusive eines speziellen Substrats für die Champignonzucht bekommt man bei Verschor alles aus einer Hand. Doch der Reihe nach. Sobald im Südwesten Magdeburgs die ersten Mähdrescher die Felder räumen, beginnt für die Mannschaft von Verschor die stressigste Zeit des Jahres. Mit 7 Krone BigPack HDP2 verfügt man über eine der schlagkräftigsten Quaderballenpressenflotten Deutschlands. Jeder Fahrer, egal ob für Traktor, Lastwagen oder Radlader, kümmert sich morgens um sein Fahrzeug. Bei den BigPacks bedeutet das vor allem das Auspusten der Pressen, kleinere Service- und Wartungsarbeiten und natürlich das Nachlegen der Garnrollen. In den abgesenkten Garnkästen haben 66 Rollen Platz. Dieser Vorrat reicht oft gerade so für einen langen Arbeitstag. Bevor es in den Einsatz geht, nimmt Fahrer Jaco noch einen Umweg über die Maschinenhalle. Im Fronthubwerk wird der Löschtäner eingehängt. Es handelt sich dabei um eine mobile Löschanlage, mit der sich Entstehungsbrände wirksam bekämpfen lassen. Michael Recker hat sich auf den Brandschutz im landwirtschaftlichen Bereich spezialisiert und den Löschtäner entwickelt. Wie das Gerät genau funktioniert, schauen wir uns im weiteren Verlauf bei einer Übung an. Bei Verschor werden jedes Jahr zwischen 60.000 und 80.000 Quaderballen gepresst. Bei so viel Stroh sind Brände auch mit bestmöglicher Feuerprophylaxe nicht immer zu verhindern. Durch Brandschutzübungen mit umliegenden Feuerwehren und gut geschulte Mitarbeiter versucht man die Risiken aber bestmöglich einzugrenzen. Wenn es die Witterung zulässt, rücken die BigPacks spätestens mittags aus. Jeweils 2 Gespanne sind dabei in Kolonne unterwegs, um die Aufträge zügig abzuarbeiten und die darauffolgende Logistik sofort ins Rotieren zu bringen. In einem Umkreis von 50 Kilometern rund um den Betriebshof in Oschersleben fährt Verschor das Stroh auf einer Gesamtfläche von 6.000 bis 8.000 Hektar zusammen. Mit möglichst wenig Umsätzen, möglichst viele Hektar schaffen. So ließe sich die Strategie von Disponent Sebastian vielleicht am einfachsten beschreiben. Er ist seit 2018 im Betrieb und erstellt während der Strohernte die Aufträge, die dann den Fahrern auf ihre Tablets übermittelt werden. Unfassbare Massen werden in Sekundenbruchteilen von Krones Flaggschiff, der HDP2, in Form gepresst. In etwa alle 23 Sekunden rutscht ein neuer 500-Kilo-Packen in die Stoppel. Wenn alles glatt läuft, dann sind 1000 Quaderballen pro Presse und Tag möglich. Schwerstarbeit für die Klaas Xerion. Beide Systemtraktoren werden im Herbst auch zum Maisschieben eingesetzt. Neben der Gülleausbringung und dem Strohpressen ein weiteres Betätigungsfeld von Verschor. Das Unternehmen beschäftigt in allen Bereichen 38 Mitarbeiter. Für Jobanfragen kann gerne Kontakt aufgenommen werden.
Wir erfahren, dass man in Sachen Motorleistung beim Zugtraktor eher etwas defensiver plant. Rund 300 PS sind für den Betrieb der Big Pack im ebenen Gelände ausreichend. Denn wenn es dann doch einmal zu einem Zwischenfall kommt, vergrößern deutlich höhere Motorleistungen meist nur noch das Schadensbild. Je nach Schwadgröße werden die Großpackenpressen mit bis zu 20 km pro Stunde gefahren. Beispielsweise durch die Kollision eines Pickup-Zinkens mit einem Stein wirken riesige Kräfte, die auch zu Funkenflug führen können. Eine mögliche Ursache für einen Entstehungsbrand, der in der trockenen Umgebung schnell außer Kontrolle geraten kann. Am Markt gibt es verschiedene mobile Löschsysteme. Ein Vorteil des Löschtainer von Reka Brandschutz ist der robuste Korpus, in dem die Technik verbaut ist. Wie der Löschangriff erfolgen sollte, können wir natürlich nicht hier im Feld demonstrieren und haben stattdessen eine Demokulisse auf dem Betriebsgelände von Verschor aufgebaut. Wird der Fahrer auf den Brand aufmerksam, bleiben ihm nur wenige Sekunden, um zu entscheiden, was zu tun ist. Die 300 Bar Druckgasflasche ist sofort einsatzbereit und ermöglicht eine Wurfweite des Schaumlöschmittels von 19 Metern. Die Schlauchlänge von 20 Metern ist so bemessen, um Entstehungsbrände im Umfeld der Maschine zu bekämpfen oder einzudämmen. Werden die 50 Liter Löschmittelvorrat, was einem Volumen von 750 Litern Trockenschaum entspricht, wie in diesem Fall stoßweise abgegeben, reicht die Menge für einen Löschangriff von ca. 2,5 Minuten. Der Schaumteppich unterbindet dabei eine Wiederentzündung. Was die Löschtechnik im Inneren der rund 500 Kilogramm schweren Box angeht, so bedient man sich beim Löschtainer Gerätschaften des namhaften Herstellers Bavaria. Zurück auf dem Feld. Zu jedem Pressenteam gehören ein oder zwei Radlader. Mit dem Ballengreifer werden 6 Quaderballen aufgenommen und rasch zum Feldrand transportiert. Meist schon am selben Tag sind die Stoppelfelder so geräumt und auch die Feldrandmieten sind nur ein kurzfristiges Zwischenlager. Durch das Überrollen des Strohs während der Erntearbeiten kann es zur ungleichmäßigen Trocknung kommen. Um eine durchweg gute und einheitliche Strohqualität zu liefern, werden nahezu alle Flächen zuvor mit einem Schwadwender abgefahren. Sollte es beispielsweise nach einem Regenschauer notwendig sein, die Schwade zu wenden, steht noch ein Bandschwader bereit. Bereits seit 2002 ist diese Veredelungsanlage in Betrieb. Wie in einer Art Schnellkochtopf wird das Stroh in einem Gemenge mit Hähnchen sowie Pferdemist und Kalk vermischt. Die 7 Kammern der Halle sind mit einem Belüftungsboden ausgestattet. Durch biologische Prozesse erwärmt sich das Gemisch auf rund 80 Grad und wird unter Zugabe von Feuchtigkeit alle 3 Tage in eine andere Kammer umgelagert. Nach 10 Tagen ist dann das Substrat fertig. Verschor verkauft dies vor allem an Produzenten von Champignons. Das Verfahren wurde über die letzten Jahre stetig weiterentwickelt. Interessant ist, dass auch Bio-Substrat hergestellt wird. Dafür wird das Gemenge ohne Pferdemist aufbereitet und benötigt etwa 15 Tage bis zur Fertigstellung. Bio-Stroh, das natürlich in allen Prozessen vom konventionellen Material getrennt sein muss, nimmt bei Verschor in etwa 20% der Strohernte ein. Neben der Substraterzeugung wandert ein weitaus größerer Teil in den Strohhandel und durchläuft dabei beispielsweise diese Hammerschlagmühle. Hier wird das Stroh gehäckselt und gleichzeitig Staub abgesaugt. 20 mm Materiallänge wird als Einstreu vermarktet. Für Mischfutter eignen sich die Längen 65 bzw. 85 mm. Ein actionreicher Drehtag mit vielen Eindrücken und spannenden Informationen geht für uns zu Ende. Wer mehr über den getesteten Löschtainer erfahren möchte, der sollte auf der Internetseite von Brandschutz Reka vorbeischauen. Wen weitere Einsatzaufnahmen vom Team Verschor interessieren, dem empfehlen wir einen Blick auf unsere Filmreihe Abenteuer Landwirtschaft
Deutschland, Österreich, Schweiz. Dafür haben wir das Unternehmen bereits 2019 einmal besucht.